Vielfältige Gründe zwingen jeden Tag Menschen auf der ganzen Welt zur Flucht aus ihren Heimatländern. Die mörderische Abschottungspolitik der Industrienationen treibt sie auf unsichere Routen. Dorthin zu gelangen, wo das Recht auf Asyl wahrgenommen werden kann, ist nur unter größten Gefahren möglich. Die verweigerten sozialen Rechte sind Bestandteil der deutschen und europäischen Abschottungspolitik. Einer deutschen Abschottungspolitik, die hier 1993 das Recht auf Asyl quasi abschaffte und seitdem Verantwortlichkeiten auf die EU-Randstaaten abschiebt. Einer europäischen Abschottungspolitik, die seit Jahrzehnten Todesopfer in Kauf nimmt, die sich seit 2015 sukzessive weiter verschärft hat und in den letzten Wochen selbst Seenotrettung verhindert. Kurz, eine Abschottungspolitik der Ausgrenzung und des Todes. Gegen diese Politik richten wir uns mit unseren Initiativen für eine solidarische Stadt. Mit unserem Kampf für Gleichberechtigung fangen wir dabei an den Orten an, an denen wir selbst leben. Menschen mit und ohne Fluchterfahrung, mit und ohne legalen Aufenthaltsstatus setzen sich in unseren Bündnissen dafür ein, dass alle, die hier leben, die gleichen Rechte wahrnehmen können. Wir sind eine wachsende Bewegung in Deutschland, in Europa und darüber hinaus. In der Bundesrepublik haben sich in Hamburg, Bremen, Hannover, Göttingen, Osnabrück, Berlin, Leipzig und so weiter Städte, Initiativen gegründet, die Städte zu solidarischen Städten machen wollen, in denen alle Kinder zur Schule, alle Menschen zum Arzt und zur Ärztin gehen können. Heute, am 15. August, kommen wir hier in Berlin zusammen, da wir nicht damit einverstanden sind, dass Menschen, die nach Deutschland fliehen müssen, als Menschen zweiter Klasse behandelt werden, weil sie am falschen Ort geboren sind. Vereint in einem bunten und lauten Flashmob direkt auf einer Brücke. Auch wir, die Initiative für eine solidarische Stadt, sind heute dabei und bringen eine klare Botschaft mit. Wir brauchen sichere Fluchtwege. Seebrücken über das Mittelmeer statt Mauern an seinen nördlichen Ufern. Unsere Städte sollen sichere Häfen sein. Orte der Solidarität, an denen die Probleme der Welt erkannt und ernst genommen werden. An denen nicht Ausgrenzung und Spaltung vorangetrieben werden, sondern in denen alle neueren und älteren BewohnerInnen ein Recht haben auf Gesundheit und Bildung, auf Arbeitsschutz und Wohnungen. Gegen die tödliche Politik der Abschottung, für sichere Fluchtrouten, für eine solidarische Stadt als Zuhause für alle. Danke.